Ich wache auf und ich fühle mich ganz schön flau. Kein Wunder, denn gestern war ich so viel, weiß ich noch, hackeblau. Doch wie es dazu kam, weiß ich nicht mehr so genau. Und vor allem überhaupt, wer ist eigentlich diese Frau? Wo bin ich überhaupt? Was ist denn das für ein Raum? Vielleicht ist das alles nur ein böser Traum, doch wohl kaum, den ich realisiere. Hier träumt nur eine, die Frau neben mir, und während ich sie mir, was ich erst am besten mach, klingelt's an der Tür. Sie wird schlagartig wach und sagt: Versteck dich schnell, das ist mein Freund Daniel! Au, Backe, ihr Macker, ich mach mich mal vom Acker. Wenn ihr mich entdeckt, gebt das sicher ein Massaker. Ich kletter aufs Bett, trotz Kater ziemlich zackig. Doch während ich das tue, merk ich, ich bin da nackig. Egal, ich muss weg, ich brauch jetzt erstmal ein Versteck. Aber wo soll ich hin? So wie ich bin, in den Schrank. Da sind wenigstens Kleider drin. Aber leider bin ich für den Schrank zu groß. Ah, was soll ich machen, Mann, was mach ich bloß? Ich hab's, ich versteck dich unter Bett. Gute Idee, ich liege bibbernd unter dem Bett und fange an zu beten. Schon sehe ich seine Beine den Raum betreten. Er kommt im Nu direkt auf mich zu. 10 Zentimeter trennen mich von seinem Schuh. Da steckt er seinen Kopf vor das Bett. Oh. Ah. Und hat mich entdeckt. Dreck, was ich da unterm Bett bitteschön zu suchen hätte, will er wissen. Und ich antworte nett. Ich sag, wissen Sie, die Sache ist die, ich bin von der GEZ. Ja, ich untersuche gerade Ihre Fernsehanschlussbuchse, die ist nämlich ausgerechnet hier. Druckse ich rum, da hält er sich vor Lachen seinen Bauch. GEZ, sagt er, da sei er zufällig auch. Aber leider meint er dann, er glaube nicht so recht daran, dass ich da auch wäre, denn für einen GEZ-Mann hätte ich verdammt wenig an. Und außerdem, die Zentrale würde nie zwei in dieselbe Wohnung schicken. Drum vermutet er, ich sei wohl eher hier aus anderen Gründen. Wer jetzt Ihr Freund? Dann setzt du mich in der Falle. Wa? Sagt er und lacht. Na, da hat's ja nochmal Schwein gehabt. Er heißt übrigens Kalle. Ich will mich ihm gerade vorstellen. Da hört ich schon wieder die Türklinge schellen. Die Frau stürzt rein und flüstert: Schnell, das ist diesmal wirklich Daniel! Ah, na toll, das war ja zu erwarten. Ich flehe Kalle an, mich bitte nicht zu verraten. Ich mach das schon. Beruhigt mich, Kalle. Alle für ihn, einer für alle. Bleib du da mal in deinem Versteck und rühr dich nicht vom Fleck. Ich sag, nee, ist okay. Da kommt der Daniel durch die Tür, mutiert zum Tier und brüllt: Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Kalle steht da mit Pokerface und antwortet cool und wahrheitsgemäß: Er sei ein Inspektor von der GEZ. Daniel schreit: Das sagen Sie alle. Hier ist mein Ausweis, sagt Kalle. Doch der Stand führte Daniel nicht weiter von Interesse, denn er haut dem armen Kalle erstmal tierisch auf die Fresse, was dem mal eben der Schreck in den Gliedern steckt, niederstreckt. Jetzt fängt er auch noch an, den Kalle zu würgen. Um Gottes Willen, ich muss ihm irgendwie helfen. Aber wie, komm, egal, jetzt oder nie, ich fasse mir ein Herz und klettere aus meinem Versteck. Noch hat er mich nicht entdeckt. Ich mach was, was ihn richtig erschreckt. Ich stell mich, so wie Gott mich schuf, hinter ihm auf und ruf: Mich, Daniel, erwürget! Da bin ich, für den er gebürget. Als er das hört, hört er darauf, tatsächlich den Kalle zu würgen auf. Er blickt sich um, wird meiner gewahr, ganz und gar vor Erstaunen starr, lediglich sein Unterkiefer senkt sich ein ganzes Stück tiefer. Kalle hingegen kommt das sehr gelegen, denn er kann sich jetzt wieder bewegen. Er fackelt nicht lange den bangen Tyrannen mit Schmackes voll eins an die Wange zu langen. Jetzt ist Daniels Kiefer und auch ein ganzes Stück schiefer. Er taumelt und knallt mit dem Schädel hart gegen den nebenstehenden Fernsehapparat. Wie Motten um eine Straßenlaterne kreisen um seine Stirne, Sterne. Der Fernseher und erst recht, sein Besitzer sind außer Gefecht. Ja, jawohl, Glück gehabt. Epilog. Na, da haben sie mal Glück gehabt, ja, Daniel. Der Gerät war nämlich überhaupt nicht angemeldet. Hey, Kalle, wie geht's dir, Mann? Alles klar? Ja, naja, es geht so, wa? Warum hast du denn das gemacht? Fragt mich der Kalle. Und ich sag, na, ich hab mir halt gedacht, alle für einen, einer für alle. Dann nimmt er mich in den Arm und ich ihn in meinen.
So stehen wir da, ganz ohne Scham und weinen. Daniel beobachtet uns zwei. Und bevor er in Ohnmacht fällt, sagt er noch: Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Und die Moral von diesem Lied: Stehst du mit blankem Pillermann vor einem kranken Killer, dann spiel nicht den Gorilla, zitiere lieber Schiller. Ja. Vielen Dank!